Und da ist es, Schwinge von Astell. Einfach so ein krasses Secret. Willkommen zurück zum neuen Elden Ring Video. Und das erste, was ich heute zeigen will, ist wieder eine neue Waffe. Wing of Astell. Ich weiß gerade nicht, wie der deutsche Name ist. Dafür geht ihr... Ach, ich habe immer noch diesen lustigen Helm auf. Ich lasse den mal auf für die Folge. Als erstes müsst ihr nach Noxtella. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr zu Noxtella kommt, dafür müsst ihr Ranis Quest machen und auch das Moonlight Sword holen. Also würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen hier in diesem Video. Vielleicht mache ich dazu mal ein gesondertes Video, falls da Bedarf besteht, wie man nach Noxtella kommt. Mir fehlt hier auch noch die Karte, das ist aber gar nicht so wichtig. Wichtig ist Noxtella, die ewige Stadt. Wenn ihr da das Grace habt, dann lauft ihr hier los. Hier ist das Grace, also die Gnade. Und dann laufen wir hier lang. Wenn ihr hier seid, könnt ihr einfach weiter dran vorbeilaufen. Ihr seid ja nämlich richtig. Lauft ihr hier rechts lang an den Ruinen vorbei. Da oben ist schon ein Item. Hier rechts weiter. Unten den Astell könnt ihr einfach ignorieren. Der macht nichts, der kann euch hier nicht treffen. Lauft hier weiter, hier runter. Immer schön an der Wand entlang. Hier runter. Dann seht ihr da schon eine Box. Eine Truhe. Macht die Truhe auf. Und da ist es, Schwinge von Astell. Da bin ich zurück mit der Waffe, so sieht die aus. Sternennebel ist die Spezialattacke. Ich kann euch mal die Stats zeigen. Die Waffe braucht 7 Stärke, 17 Geschick und 20 Weisheit. Auf plus 9 hat die eine B Scaling of Weisheit, also sehr gut für Magier. Und gerade dieser Special Move, der ist so nice. Ihr macht halt so einen Nebel. Und das war jetzt ein einzelner Gegner, aber das ist, ihr habt schon gesehen, er macht AOE Damage. Und das macht halt an ganz vielen Gegnern. Ich versuche jetzt mal ganz viele Gegner zu holen. Auf alle Gegner gleichzeitig Damage. Und 20% zusätzlichen Damage auf Astell und Sternbestien und alle Kreaturen, die so magisch sind. Wir versuchen mal alle hier hinzulocken. Zack! Brutal. So, hier laufen diese dicken Gegner rum und jetzt bin ich mal gespannt. Ich mach mal R2. Oh, die Range ist nicht so weit. 700 Schaden ist aber jetzt nicht so krass. Wie sieht's mit dem aus? Oh, der schmeckt. Oh, 1700. Ich habe gesagt, AOE Damage. Wenn alles trifft. Oh, der war schön. Das möchte ich gerne nochmal machen. Also so ein bisschen Abstand. 1700. Schön auf Range, ich liebe das. Oh, das schmeckt. Probieren wir bei dem auch direkt nochmal aus. Also ich habe 52 Weisheit aktuell. Also ich mache quasi das Maximale an Damage. Oh, man kann es auch schnell spammen, ne? Ich spamme es mal einfach. 2-4. Chillig. Ich habe leider nicht diesen magischen Scarab, also diesen magische Talisman, womit die Magieattacken noch stärker werden. Ich glaube, damit wäre es natürlich noch mal ein bisschen krasser, ne? Aua. Ich bin gerade nur am Spam, ne? Da ist er weggeflogen. Ja, gefällt mir sehr gut, dieser Nebel. Also, ist ja relativ easy zu bekommen. Für Magier unter euch auf jeden Fall mal eine richtig, richtig nice Waffe. Jetzt gibt es nochmal ein kleines Secret, was ich auch erst heute herausgefunden habe. Also, ihr geht hier zur Gnade Wallturm und dann kann man hier rüberspringen. Zack, auf dieses Dach. Und dann ist hier ein Baum, auf dem man springen kann. Ich glaube, man kann einfach laufen. Genau. Dann rollt er hier rüber. Ich will nicht lügen. Das ist mein 20. Versuch gewesen.
Ich kann, also mein Tipp ist, zieht euch komplett nackig aus. Das war bei mir irgendwie hilfreich. Keine Ahnung. Also, wenn ihr das geschafft habt, dann geht's hier weiter. Ich ziehe mal kurz meine Klamotten hier wieder an. Hier mal das Trümmerschwert. Ich liebe das Trümmerschwert. Und mein Schild. So, geht's hier runter? Oh, wo kommt man denn da hin? Das ist ein Item. Das sieht ein bisschen crazy aus. Ich hab ein bisschen Angst. Was ist das denn für ein Secret? Alter. Geschwür des Todesprinzen. Ah, da ist so ein Baumgegner. Okay, chillig. Den können wir auf jeden Fall besiegen. Der führt mich auf jeden Fall mal wieder hier. Hier mal ein bisschen. Ich gehe mal auf Gift. Gucken wir erstmal hier oben. Ja, echt cool, ey. Einfach. Also, ihr müsst überlegen, das ist das Anfangsgebiet. Das Anfangsgebiet. Und ihr könnt am Anfangsgebiet so einen krassen Gegner hier finden. Was ist das denn? Ist ja übel nice. Ich bin mal gespannt, wie stark der ist. Okay, der macht nicht viel Schaden. So mega viel Leben hat er auch nicht. Solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr weit fortgeschritten seid, schaffen. Ein goldenes Aal gibt es dafür. Hier noch ein Steinschwertschlüssel. Wurfdolch. Und Schmetterling. Und das war's. Das war's. Einfach so ein krasses Secret. Es ist so verrückt. Also, ich habe es jetzt schon in jedem Video gesagt, aber ich bin 100 Stunden in dem Game und dann findet man so ein Secret hier. Also, auf zum nächsten. Viele kennen das wahrscheinlich schon. Ich kannte das noch nicht. Akademie von Raya Lucaria. Forum der Debatte. Kann man hier rechts rum? Hier rechts lang? Hier rüber. Und dann ist da eine Leiter. Wusste ich nicht. Gucken wir mal, was da oben gibt. Wer bis jetzt noch da ist, das nächste Secret, was ich rausgefunden habe. Also nicht ich persönlich, aber ich habe es halt gesehen. Ist ultra nice. Kommen wir hier rein? Gibt es hier irgendwas? Was gibt es denn hier? Okay, jetzt sind wir da, wo man eben war. Dann, oder? Ja, bei uns ist die Gnade, aber gibt es hier oben irgendwo? Okay, hier war ich anscheinend schon, ohne es zu wissen. Ja, hier war ich schon. Also Leute, wer das nicht weiß, hier ist anscheinend ein Secret. Ich war hier schon. Ups. Schauen wir uns mal das nächste an. Was man machen kann. Also ihr müsst hier starten. Festung Pharod. Dann geht's hier runter. Da vorne bei dem Luftzug geht's runter. Kann euch auch nichts passieren, wenn ihr in den Luftzug reinspringt. Und dann wollt ihr. Da unten hin. Seht ihr das? Da unten kann man rein. Und da kommt ihr hin, indem ihr hier auf diesen Ast springt. Das ist auch sicher. Müsst ihr keine Angst haben. Ihr könnt hier runter. Und hier weiter. Wenn ich es jetzt beim ersten Mal verkacke, Leute, dann mal, wisst ihr das. Ich mache einen Skip. Und gehe hier nochmal hin. Bitte hier runter. Hier weiter. Auf den nächsten Baum.
Dann weiter da unten hin. Ist die Frage, wie ist es am sichersten? Ich laufe den Weg auch gerade zum ersten Mal. Ja, da unten wollen wir auf jeden Fall hin. Ich glaube, man geht hier auf diesen zweiten Ast und dann hier rüber. Ja, genau. Und dann kommt ihr hier runter. Müsst ihr da rüber springen, am besten mit dem Pferd. Oh, nicht aufgepasst. Und dann geht's da weiter runter. Oh, knapp. Knappes Ding, sage ich euch. Dann hier runter. So, und dann sind wir safe. So, seid ihr da? Und dann schauen wir mal, was es hier gibt. Ich halte mich mal kurz, weil das sieht aus wie ein Geishner. Vielleicht nehme ich auch eine andere Waffe. Nimm mal die, komm. Bist du ein Gegner? Ja, bist du. Oh, die Waffe haut rein, ne? Oh, der hat aber viel Leben, der Typ. Oh, ich will den Stagger ankommen, schnell. Stagger. Oh, nur 6000. Der hat übel viel Leben, also Leute, aufpassen. Bei dem müsst ihr aufpassen. Ich heile mich mal kurz mit dem Estus. Oh, der haut auch gut rein. Also falls ihr eine bessere Taktik habt, dann macht eure Taktik. Oh, der haut gut Schaden rein. Den müsst ihr auf jeden Fall besiegen hier. Aua. Was ist das denn? Ach so, seine Waffe. Oh, wow. Oh, oh, oh. Also ihr könnt euch nochmal schön verstecken. Oder auch nicht. Alter, was ist das für ein Typ? Ich glaube, die Waffe ist nicht so perfekt für den. Ich nehme mal mein hier Trümmerschwert. Der hat halt so eine Magiewaffe, ne? Das ist schon krass. Am besten wäre, wenn er jetzt mal runter so fallen würde. Nur mal richtig einen geben kann. Oh oh. Das wollte. Also da wollte ich auf jeden Fall nichts mehr zu tun haben. Da zieht der viel Leben ab. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, Leute. Ich glaube, ich mache jetzt nochmal auf ganz sicher. Dreht sich vor einmal. Boah. Oh. Also diesen Strahl wollte ich auf gar keinen Fall abbekommen. Was ist das denn für ein Strahl? Ich bin richtig am Struggle, ne? Ihr merkt das schon. Echt Respekt ein bisschen vor dem. Der macht halt auch so Magie-Schaden, was durch mein Schild geht. Ein bisschen ärgerlich. Jetzt aber schön auf Range. Fall. Er fällt. Kannst ihm nochmal eingeben. Nein! Mach doch irgendwie rein. Okay, sehr gut. Komm. 13.000. So. Der gibt gar nichts. Okay, Leute, besiegt den einfach nicht. Runenbogen.
Also wie es aussieht, war es das. Mehr gibt es hier leider nicht zu sehen, zu finden. Ein Runenbogen und ein Boss, der nichts gibt. Ist ein bisschen enttäuschend gewesen. Okay, weiter zum nächsten Secret. Mehr war hier anscheinend nicht. Also hier findet ihr auf jeden Fall einen Runenbogen und nochmal einen Secret-Gegner. Ob sich das wirklich lohnt, dafür hier hinzugehen, weiß ich nicht. Müsst ihr selber wissen. Aber das war's auf jeden Fall schon wieder mit dem Video. Sagt mal gerne eure Meinung, wie ihr die Waffe hier findet. Ich fand die gar nicht so schlecht. Also ich kann mir gut vorstellen, so als Magier kann die ganz geil sein. Und dann abonniert den Kanal, liked das Video wie immer und folgt mir mal auf Twitch. Auf Twitch bin ich auch jeden Tag live. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.